Ich hatte natürlich wieder vergessen einzuschalten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, da wo wir am Lagerfeuer waren, auf den Kompass zu gucken, genau nach Westen zu laufen und bin dann auch nach kurzer Zeit hier an diesem Haus gelandet. Dort fand ich diese Jacke. Ne, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte das machen, diese Jacke. Und die habe ich die alte wieder mitgenommen, habe da was reingetan. Und den Defibrillator habe ich gefunden und eine Banane und eine Banane gegessen. Ja. Das Fieberthermometer habe ich rausgeschmissen. Obwohl, ich habe ja noch Platz. Noch könnte ich jetzt mitnehmen, ne? Gehe ich noch mal rein und hol das. Da muss es liegen. Genau. Zackedi zack. So. Und ja. Weiter nach Westen, weil ich will in diese Stadt, die da heißt. Jetzt muss ich aber glatt mal eben gucken. Sinistok, die ist ganz, ganz, ganz im Westen. Etwas nördlich gelegen von dem großen Airfield. Und so ungefähr die Richtung, wenn ich leicht nicht westlich, sondern nordwestlich gehe, müsste ich da eigentlich dahin kommen. Mal gucken, ob ich jetzt nicht mehr so einem Cooling Off, ja. Die Jacke hilft jetzt auch nicht so. Eine Daunenjacke wäre vielleicht besser gewesen. Oder eine Regenjacke. Ja. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal kurz auf den Kompass. Richtung Westen. Das ist die Richtung. Okay. Komisch finde ich das, wenn das die Richtung ist. Na gut. Ja. Geht so nicht. Ja, was sehen wir hier? Nüscht, nüscht, nüscht. Ah, vorhin in dem Haus war das besser. Gibt es da unten noch was? Ich glaube nicht. Nö. Und wo war ich denn jetzt gekommen? Ich muss aufpassen. Ah ja, von da. Gut, das geht nicht auf. Liegt hier was? Nö. Verdammt, ich muss jetzt echt gucken, von welcher Seite war ich denn gekommen? Oh, da liegt ein großer Kürbis. Passt ja zu Halloween, ja, ich war von hier gekommen, genau, und das hatte ich gesehen. So ist es richtig. Ja. Slowly cooling off, promptly cool, slowly cool off. Ja, das ist ja eigentlich normal. Ich hoffe, diese Jacke ist jetzt erstmal besser, weil die Regenjacke, die ist ja kaputt und ich habe zum Schluss dauernd so gefroren. Mit Zittern und dem ganzen Pipapo, das ist nicht gut. Und hier ist ja wieder alles nichts drin. Das ist ja wohl voll blöd. Schraubenzieher, naja. Sonne blendet. Die steht aber verflucht tief. Ey, das wird ja bald dunkel. Das finde ich nicht so schön.
Naja. Ein Mützchen. Ah, eine Banane. Ich hatte doch schon eine mit, dann nehme ich die auch noch mit, weil ich bin gerade so richtig schön energized. Brauche ich jetzt nur wirklich nichts essen? Gibt hier noch was rum? Nö. Was ist das denn? Eine Jacke. Trainingsjacke. Ich glaube, hier in diesem Stall habe ich noch nie irgendwas gefunden. So, ich war jetzt so gelaufen, dass mich die Sonne so geblendet hatte. Jetzt muss ich mal gucken, welche Richtung ich denn jetzt praktischerweise am besten weiterlaufe. Ja, Westen ist gut. Ja, so die Richtung würde ich sagen. Okay. Und immer so von der Seite versetzt zu hauen, das ist schwierig. Oder gehe ich erst in die Halle? Erst gucke ich mal nochmal von hier, ob ich was Besseres sehen kann. Ich sehe jetzt erstmal nichts. So, da ist ja auch noch ein Gebäude. Ja, nehmen wir das mal zuerst da. Ach ja. Tja, der Schalldämpfer, den ich auf dem Mosin habe, der ist damaged. Und ich habe ja schon zweimal geschossen, Hirsch geschossen. Das hat wahnsinnig geknallt. Und deswegen bin ich der Meinung, auch wenn es nicht badly damaged war, dass der irgendwie gar keine Funktion mehr hat. Naja, schauen wir mal. Ich habe ja immer so ein Glück bei den Hallen, dass da echt nichts drin liegt. Doch, da liegt was. Ein Baseballschläger, ha? Naja. Ist das auch was? Ne, das ist ein Lichtreflex. Obwohl, man muss ein bisschen genau gucken. Manchmal sieht man das wirklich erst dann, wenn man ganz nah dabei ist. Hat man auch leicht mal wieder übersehen. Aber hier scheint echt nichts zu sein. So, jetzt sind ja noch mehr Gebäude. Ja. Da ist wie ein Stall hier oder sowas. Ach, das ist so eine Scheune. Ja, ah, ja. Ein Helm. Hier ist nix. Ist das eigentlich ein T-Shirt oder was ist das? Auch so eine Trainingsjacke. Oh, nix, 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 nix. Da oben ist doch was. Ach nee, das war das Fenster, was ich gesehen habe. Auch nix.
Muss man immer hintergucken, weil manchmal ist da ja was. Andere Seite noch mal hoch. Da liegt eine Brechstange. Oh, was ist das? Ein Bullabsack. Kann ich so nicht sehen, aber das ist soweit, ne? Ja, und Badly Damage ist er auch noch. Ja, hier ist Vorsicht geboten. Wenn man nämlich hier runterfällt, dann hat man sich schnell ein Bein gebrochen oder sowas. So, was ist hier noch? Da ist ja ein Brunnen. Zumindest sieht das so aus. Da muss ich mal gucken. Dann kann ich nur auf der Karte gucken. Und mit Hilfe des Brunnens kann ich mich dann hier wahrscheinlich auch, ja, gut orientieren. Hier ist mal nix. Das ist wahrhaftig ein Brunnen. Eine Konserve. Ja. Die nehmen wir mit. Haben wir noch Platz? Ich glaube wohl, ja. Aber dann sind wir auch schon wieder voll. Liegt hier was? Eine Wasserflasche? Sieht so aus. Aber ich glaube nur so Müllgrafik. So, ich sehe hier niemanden. Komm, du lass mich doch mal trinken. Ach, ist das immer gefährlich. Wie war das jetzt? Da müsste ich abbrechen können. Nö, ich wüsste jetzt nicht wie. Nee. Kann ich nicht. Das finde ich äußerst gefährlich. Ja, jetzt bin ich wieder hellgedreht. Ich habe doch die Flaschen alle voll, ne? Ja, dann brauche ich hier nichts weiter. Aber ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in das Haus. Mach die Türen zu. Hier die Tür auch. Und drüben die Tür. Ah, die ist zu. Dann mache ich die Tür zu. So, hier kann mich nämlich eigentlich kein Zombie sehen. Dann will ich nämlich mal eben ganz kurz, ich mache auch kurz die Aufnahme aus, auf die Karte gucken. Vielleicht kann ich mit Hilfe des Brunnens genau finden, wo ich bin. So, was Blödes. Naja, so. Erstmal die richtigen Tasten finden wieder, ja? Okay, wo ist der Brunnen? Da. Jetzt habe ich gesehen, also den Brunnen habe ich wohl gefunden. Ich muss jetzt quasi genau Richtung Westen gehen, dann komme ich nämlich in diesen Ort, Sinistok. Das ist so ziemlich der allerwestlichste Ort auf der Karte überhaupt. Die Straße dürfte da auch eigentlich reinführen. Ja, da ist er schon, der Ort. Was soll's auch so? Ach so, ich wollte ja erst da hinten mal gucken, ne? Oh, das mache ich auch. Gehe ich mal eisenhart die Straße lang. Ja, cooling off, cooling off, cooling off. Ich weiß, ich weiß. Aber promptly und ja, das ist noch, glaube ich, nicht so schlimm. Steht da noch nicht cold, ne? Nö. Gut. Die Jacke ist erstmal jetzt besser. Nur im Regen wird die dann nicht viel bringen. Da wird es dann wieder kommen mit Soaked through und wet und so, ne? Also durchnässt und nass. Und das war ja bei der Regenjacke nicht, aber die war ja jetzt zum Schluss echt kaputt.
sehe noch immer kein Zombie. Ist denn hier nirgendwo so ein Zombie? Ich meine, mir soll halt recht sein. Ich wundere mich da nur so ein bisschen, ne? Okay. Nehmen wir die Halle zuerst. Hier liegt ja aber gar nichts. Doch, da ist ein Burlapsack. Was liegt hier? Was ist denn das? Ach, so ein Knicklicht. Jedes Mal, wenn ich hier hochgehe, muss ich an die Geschichte denken, wie der Zombie da runtergefallen ist. Das war klasse. So, da liegt was Blaues. Ah, so ein Schulturnister und eine Trainingsjacke. Das brauchen wir nicht. Was liegt da noch? Machete, ne? Oh, die ist sogar pristine, ne? Ja. Naja. Mein Hydrated ist schon wieder weggegangen. Also wieder dunkelgrün geworden. Hm, hätte ich vielleicht noch mal mehr trinken sollen am Brunnen. Aber ich denke mal, ich komme ja gleich noch mal da vorbei. Ah ne, das ist die gleiche Seite, wo ich auch reingekommen bin. Okay. Ein Seil. Sonst nix. Mütze. Es darf aber keiner kommen. Tomate hat Vitamine. So, weiter. Ach ja, was haben wir denn hier? Pens, nee. User Boah. Channel. Klebeband. Ach, jetzt hast du doch wieder die Dusche angemacht. Was hast du da verstellt? Was denn für eine Dusche? Ich hab keine Dusche. Ah, jetzt wird wieder leiser. Hat schon wieder voll gerauscht jetzt. Ja, der rauscht hier immer die ganze Zeit. Nee, jetzt ist wieder gut. Das war nur, als du reinkamst. Aber das ist wieder, das geht wieder nicht aus hier, meine Übertragung. Ja, was hast du denn verändert? Weiß ich nicht, das Lautstärke-Level ist anscheinend zu hoch eingestellt. Ja, warum hast du den überhaupt verändert? Das war doch gut beim letzten Mal. Ich hab den nicht verändert. Ich bin doch gerade erst in Teamspeak wieder reingekommen. Ja. Das ist unfassbar, ey. Ja, unfassbar. Ich kann auch nicht dafür. Ich werde mal gucken, dass ich das wieder hinkriege. So. Oh mein Gott. Ja, das geht, glaube ich, immer. Ja, jetzt im Moment hört sich das alles ganz normal an. Ja, ich war letztes Mal bei minus 10 und da hat das nicht angenommen und jetzt ist der Lautstärke-Level höher, jetzt bin ich schon auf plus 3 oder so. Aha, ich bin ja bei dem Brunnen gewesen, östlich von Sinistok oder wie das da heißt, ne? Ich muss jetzt mal gucken, wo ich überhaupt wieder bin. Wir lassen, hör doch erstmal zu. Und dann wollte ich ja da reingehen, die Stadt. Dann bin ich aber erstmal entgegengesetzt gegangen, weil hier noch so was ist wie so ein Firmengelände und loote da so ein bisschen. Da finde ich aber gerade mal gar nichts.
Und jetzt gehe ich wieder zurück, nochmal an dem Brunnen vorbei und dann bin ich in diesem Ort gleich drin, wenn ich Dieses nicht vorher große versterbe. Gelände ist der Bahnhof, ne, der Hauptbahnhof oder Nee, der Zentralbahnhof. nee, glaube ich nicht. War nicht wohl. Warte mal. Dann Ist kommen wir das denn jetzt. direkt an den Schienen hier? Nö. Das ist so ein vergammeltes altes Firmengebäude mit zwei, drei Hallen und Garagen und nichts Interessantes. Ist ja gar nicht direkt an den Schienen. So, dann gehe ich die Straße jetzt wieder entlang. Dann komme ich ja auch gleich wieder. Es wird aber auch gleich dunkel hier. Ne? Bist du auf dem gleichen Server schon? Ja, aber ich will gerade nochmal erst die Map aufrufen, damit ich wieder so grob weiß, wo ich bin. Wird bald dunkel, ne? Ja, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welche Uhrzeit da auf dem Server Ich gerade auch herrscht. nicht. Aber die Sonne steht total tief. Also das ist nicht mehr lang. Und ich möchte nicht gerade in der Stadt sein, wenn es duster wird, sondern irgendwo im Wald weit ab, um mich auszuloggen. Ach ja. Ja, ich habe so eine Wolljacke gefunden. Jetzt kommt wieder das übliche Slowly Cooling Down, Cooling Off und Promptly Cooling Off. Das ist normal. Das bringt nichts. Also das macht auch nichts. Das kannst du dir stundenlang angucken. Das passiert nichts. Dir wird nicht kalt. Das ist das Normale. Da habe ich auch mir tagelang angeguckt. Erst als ich da das Feuer hatte, ne, wo wir das erste Mal die Steaks gegrillt haben, danach fing das an, dass richtig kalt wurde und mit Zittern und alles. Ach ja, du bist jetzt in Binnenstock momentan, Ja, ne? fast. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich bin meines Wissens jetzt schon in Lupatino. Wo Ich ist war mich das? schon, ist 2 Städte weiter südlich. Ich war schon dabei am Überlegen, ob ich nochmal zum Airfield reingehe, über das Sträßchen, was da östlich läuft. Tja, ich wollte jetzt aber erstmal da bei Sinastock rein. Kommst du nochmal zurück, dass wir zusammen gehen, oder? Ja, das ist ja, ich bin ja durch, war, wie ist das Ding? War Milovo schon einmal durch. Ich bin jetzt gerade an dem Brunnen Müsste ich und jetzt trink ganz nochmal. zurücklatschen. Ja, müssten wir die Straße im Nordwesten mal eben den Kompass bemühen. Oh, mir ist jetzt schon kalt. Na toll. Ich habe gerade mal versucht, das Trinken abzubrechen. Ne? Das ging absolut nicht. Und bei mir kommt aber immer die Option Cancel Current Action. Ja, aber nicht beim Trinken. Nur beim Essen und bei So? allem Möglichen. Nein, bei mir kommt das Ja. nicht. Ich klicke den Brunnen an, dann steht da Cancel Current Action, wenn ich da dran Nee, bin. da steht nur Drinkwater. Komisch, ne? Ich bin jetzt nicht in meinem Schnellmenü. Ah, jetzt. Ach so, weil ich die lackiert habe. Ja, gut. Das habe ich gerade Okay. überflogen, was du da geschrieben hast. Das brauchst du mich zu schreiben, wieder, wenn du das rausfindest, weil das ist Quatsch. Ich sprühe da schwarze Farbe drauf, dann ist die schwarz. Und dann sprühe ich grüne Farbe drauf und dann ist die gecheckt. Fertig, Ende aus. Mehr ist das Ja, aber nicht. da gibt es 2 Optionen. Da gibt es einmal die Option Paint und einmal Add Paint. Und dann mit Paint machst du sie Ah. komplett schwarz und mit Add Paint machst du nur die Flecken drauf. Dann habe ich das wahrscheinlich aus Versehen richtig gemacht, wa? Ja, So, in ich muss deiner deutschen aufpassen jetzt. Variante ist ja wahrscheinlich nur ein leerer ohne irgendeinen Kommentar drin Nee, oder so. glaube ich nicht. Aber ich komme.